So Leute, willkommen zurück zu Demon World. Wir haben beim letzten Mal angefangen, hier Warmon zu trainieren. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt einfach weiter und bringen es zu Ende. Ich bin bereit, jederzeit. Ich bin in Form, ganz in Norm. Oh. Wir haben was Neues gelernt. Ja, wegbewegen und was war das andere? Ziel wechseln? Glaube ja. Ich glaube, ab einem IQ von irgendwie 600 oder so lernst du tatsächlich auch sowas wie, welche Attacke genau das Ja. Digimon einsetzen soll. Ja. Das stimmt. Das tut man wirklich. Kann ich bestätigen. Das ist dann natürlich auch ganz angenehm. Ja, das ist sehr, sehr nützlich, aber braucht man im Idealfall. Und du musst dir mal vorstellen, wenn wir sie Mega Sidraman bekommen und das irgendwie den Booster erlernen kann oder benutzen kann. Ja. Okay, Ich ich glaube, erkläre unsere MP hiermit für erfüllt. vor allem, soweit ich weiß, funktionieren die Booster ja exponentiell und nicht linear. Das heißt, wenn sich der Stat einmal erhöht hat, dann wird der nächste Boost sozusagen von dem erhöhten Stat ausgerechnet, nicht von dem Basis-Stat, was halt extrem krass ist. Nützt halt nichts, wenn dein Digimon die ganze Zeit nur boostet. Das ist wohl wahr. Und dann kommt so ein normaler Angriff, irgendwie 5000 Schaden oder so am Ende. Ja. So, dann können wir jetzt hier erstmal wieder Verteidigung trainieren, weil MP werden wir jetzt erstmal nicht mehr machen. So, Abwehr ist fertig. Zurück zum Leben! Zum IQ. Ja, wir trainieren Furchtbar. jetzt das Leben weiter. Ich Bald glaube, sind wir wir durch. gehen Dann, mal. ja, danach brauchen wir nur noch Angriff. Also, Ja. weil Wenn der wir Glück Angriff. haben, sitzt jetzt wieder Meramon im Restaurant. Dann erhöht Richtig. der Angriff und die Kuh. Ich glaube, dann werden wir nur noch jetzt bei Meramon essen gehen. Die ganze Zeit. Toll. Okay, das war ein gutes Timing. Wer kann, der kann, der kann. Aha. So. Die Filets sind wichtig. Genau, die müssen wir verkaufen, damit wir uns Essen leisten können. Ja. Das ist auch so eine tolle Glory. Wir verkaufen Essen, damit wir uns Essen leisten können. So, jetzt möchte ich aber gerade mal gucken, wie viel Kohle haben wir eigentlich gerade dabei? Können wir erst? Ja, wir Genug. können erst essen gehen. Bevor uns Warmon hier noch vom Fleisch fällt. Oder wir einen Pflegefehler bekommen, weil wir es nicht gefüttert haben. Eintopf, der kostet Ja. richtig viel. Egal. Da muss sein. Ich Oh. glaube, es hat keinen Hunger mehr, ausnahmsweise. Nee, Ne, doch. es hat noch. Ne? Einer geht auch, oder? Ja, einen Eintopf können wir uns leider nicht mehr leisten. Ich glaube, wir können uns nicht mal mehr einen Curryhuhn leisten. Können wir auch nicht. Aber wir können uns das Billige leisten. Ja, wir haben wieder 999. Angriff um 1, Intelligenz um 1. Wie sieht's Warum auch jetzt nicht? aus, Warmon? Weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn du mal nachrechnest, es hat immer noch Hunger. Wenn Ja. es jedes Mal um 1 steigt und auf dem 3500er steigt es um 8, dann lohnt es sich eigentlich sogar, das für 400 zu kaufen, oder nicht? Ja, die Frage Ja. ist, wie viel es füllt. Ja. So, wir haben wieder Filets. Wir sind pleite. Wir können uns immer noch keinen neuen Eintopf leisten. Eintopf ist zu teuer. Warte mal, ich speichere mal hier, damit wir uns Weg sparen, falls dieser ganze Eintopf und was auch immer wir jetzt in dieses Warmon gehauen haben, seine Müdigkeit komplett gesenkt hat. Naja, ein bisschen müde, komm, das geht. Haben wir es weg. So, wieder Hunger. Denke gleich, willst schlafen. Ja, ich weiß. Schläft immer am Nachmittag. Also wir schaffen circa zwei Training.
Das erinnert mich an einen Kumpel von mir, der früher immer, wenn eine Ferie war oder so, hat er bis 1 Uhr geschlafen. Und dann hat er irgendwie um 4 Uhr wieder Mittagsschlaf gemacht. Eher Nachmittagsschlaf, aber trotzdem. Das hat mich immer sehr gewundert, wie er das hinkriegt. Ja. Das heißt, er hat praktisch bis 1 Uhr mittags tatsächlich geschlafen. Hat dann und dann nochmal irgendwie von 4 bis 7 oder so geschlafen. Und wann ist er dann endgültig schlafen gegangen? Ich glaube meistens so um 12, halb 1. Noha. Also der hat schon ziemlich viel geschlafen. Ich merk's. Guck mal nach, ob wir wirklich keinen anderen Wert 500 brauchen. Danke für dein Vertrauen, wir brauchen nur Angriff auf 500. Ich meine ja bloß, weil wir haben es ja fast. Wenn Warmon jetzt nicht in der nächsten Zeit abkratzt, dann... Hast du es gerade schlafen müssen? Ah, ne, es hat Hunger. Es hat noch ein bisschen Hunger vor dem Schlafen. So ein bisschen. Mal so einen schönen Heißhunger vor dem Schlafen gehen. Immer toll fürs Schlafen. Kannst halt mit vollem Magen nicht so gut schlafen. Doch, ich kann das. Ich bin wie Warmon. Erstmal essen, dann pennen gehen. Und wenn nicht, wenn die Lebenszeit abläuft, rennen wir ins Restaurant und fressen uns voll, bis wir den Stat haben. Klingt gut. So, einmal noch. Und dann wird Angriff trainiert. Ja. Oder aufs Klo gegangen. Weißt du was? Es wäre so lustig, wenn es Blau auf einmal keinen Hunger mehr hätte, deswegen. Ja, ich weiß nicht, wie schwer Keramik im Magen liegt. Ich hab's noch nicht probiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist an mir vorbeigegangen. Ich habe noch nie versucht, eine Toilette zu essen. Schmeckt aber, glaube ich, auch nicht so gut und ist nicht so toll für die Zähne. Also, ich habe nochmal extra nachgeguckt. Das ist auch ganz sicher. Es sind ein nur Angriff auf 400. Zumindest laut dem... Du meinst 500. Zumindest laut dem Digi... Was zur Hölle war das gerade? Laut dem Digimon World Evolution Duel. Spannung steigt, wird sich kurz demnächst digitieren. Wenn es Hunger gehabt hat und müde gewesen sein wird, wie auch immer. Ich meine, wir haben es doch fast. Ja, richtig. Jetzt stirbt uns weg. Kannst ja mal so diese Supergarotte aus dem Ding holen. Ich glaube, das braucht man aber nicht. Hier gibt's keine Supergarotten mehr. Habe ich schon überfüttert? Nee, es ist... Als ob man dieses Digimon überfüttern kann. Das geht nicht. Ah! Ja, jetzt kann ich die Supergarotte holen, richtig. Genau. Soll ich? Kannst du machen. Aber die brauchen wir noch für Moyamon. Ach so, ja, okay, nee, dann natürlich nicht. Ich meine, ich kann auch jederzeit eine neue kaufen, aber trotzdem. Ja, nein, dann lass das gut sein. Ich meine, ich glaube, es lohnt sich auch erst, die zu verfüttern, wenn es tatsächlich hungrig ist. Und ich weiß, ob sie jetzt irgendwie innerhalb der letzten 3 Trainingseinheiten oder nochmal Hunger bekommt. Das ist wahr, Mann. Ja, es ist wohl wahr, aber... Trotzdem. Aber wir haben es ja fast. Es ist nicht mehr viel. Noch 2-mal trainieren. Noch 1-mal trainieren.
Okay, also hat tatsächlich nochmal Hunger bekommen. Bin beeindruckt. Das ist wahr, Mann. So, hast du auch nochmal Zweckerschöpfung oder so gespeichert, wobei ich nicht weiß, ob die dann resettet wird. Ich habe einfach vor 2 Trainings gespeichert, zur Sicherheit. Ja. Stell dir mal vor, ich hätte einen Warmon bekommen, als ich angefangen habe und noch keine massiven Mengen an Filets hätte, die ich verkaufen können. So, theoretisch sollten wir jetzt alles erfüllt haben und da ist es ja schon. Ja, haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. Das ist schlecht. Ich lade wieder und gehe erstmal kurz ausruhen. So, ich kann auch gerne nochmal nachgucken. 4496 Angriff. Wie viel Gewicht haben wir? 32. Ja, dann sind wir auch noch super drin. Die Frage ist, haben wir Pflegefehler gemacht? Wahrscheinlich nicht, aber... Eher nicht, nee. Wie sieht's bei Marmemon aus? Nur mal jetzt so rein Interesse halber. Da bräuchten wir 300 Geschwindigkeit und mehr als 15 Pflegefehler. Wie mehr als 15 Pflegefehler? Mehr als 15 Pflegefehler. Oder 15 geht auch noch. Das machen wir jetzt nicht. Also, da renne ich eher mit dem Vieh jetzt gleich in die Maschinenstadt. Kann auch sein, dass es erst in ein paar Tagen digitiert oder wenn die Lebenszeit endet. Nein. Ich weiß es. Ein Digimon digitiert aufs Ultra-Level, sobald alle Anforderungen dafür bestimmt sind. Dann schaue ich nochmal nach. Sicher, dass es keine Kämpfe haben soll. Ja. Das sind alles auch nur die Bonusbedingungen, also. Komm, ja, einfach nochmal ein Training. Wer weiß, vielleicht, wenn es geschlafen hat, vielleicht will es dann. Aber jetzt auf Klo war und geschlafen hat. Und wenn nicht, gehen wir mit dem Digimon in die Maschinenstadt und bringen alles um. Klingt gut. Bis es digitiert. Oder nicht. Am Ende liegt es daran, ich habe das irgendwann mal schlafen lassen, während es Hunger hatte. Aber wir haben ja 5 Pflegefehler frei. Also nach dem Digimon Generation Wiki dürfen wir höchstens einen Pflegefehler haben. Ah, trainier mal Leben weiter. Laut dem Generation Wiki brauchen wir tatsächlich 200 Geschwindigkeit und 500 Leben. 5000 Leben, nicht 500. Oh, okay. Es kann natürlich tatsächlich sein, dass es im Evolution Tool nicht angezeigt wird, weil da nicht der Platz dafür da ist, aber... Warte halt mal, 200 Geschwindigkeit? Ja. Die haben wir auch noch nicht. Richtig. Dann trainieren wir erstmal Geschwindigkeit, da gibt's ein bisschen Leben dazu. Ups, das wollte ich nicht. Wollte ich abbrechen. Okay, das haben wir. Naja, ist jetzt auch nicht so viel Training mehr. Ja, richtig. Gut, das heißt wohl, dass es bei der letzten Digitationsstufe... nicht mehr ganz so verlässlich ist. Vermutlich einfach, weil der Platz nicht da ist, um alles anzuzeigen, was gebraucht wird. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja auch nicht sagen. Also ich meine, von den anderen Stats und so her hat es ja gestimmt. Und auch stimmt ja auch mit dem anderen Wiki überein, aber... Da scheiden sich die Gemüter.
Oh, noch eins. Wahrscheinlich ist es jetzt gleich erschöpft. Okay, wir haben's. Und das willst du oder willst du nicht? Wenn es wollte, wäre es. So, ich guck nochmal. So, warte mal. Das kann doch nicht sein. Okay, dann gehen wir jetzt erst nochmal ausruhen, das sage ich euch. Mir ist es auch egal. Ihr habt alles erfüllt, was dieses Warmon je erfüllen sollte. Richtig. Wieso? Also was sagt jetzt das andere? 400 Geschwindigkeit. Trainieren Sie bloß keinen Angriff. Nein, ich musste tatsächlich bloß husten. Ach so. Ja, geht derzeit ein bisschen was rum. Ich wusste auch ab und zu, aber ich unterdrücke es während den Aufnahmen. Ich habe bloß einen Krümel im Hals. Ach so. Also in der Luftröhre. Oder zumindest irgendwas, was sich anfühlt wie ein Krümel. So, also wir haben jetzt laut beiden... Also laut dem Evolution Dude und dem Biggie, alles erfüllt. Nein, wir haben das Leben noch nicht. Achso, ja gut, okay, weil du jetzt nochmal neu geladen hast, oder? Ja. Gut, allerdings... Kann ja sein, dass der Pflegefehler, dadurch, dass es erschöpft wurde, die Digitation vereitelt hat. Ich bezweifle es sehr stark. Ich bezweifle es auch, aber ich halte mich an jedem Strohhalm fest. So, wir gehen in die Maschinenstadt. Dieses Warmon ist untherapierbar. Hier noch Heilsachen kaufen. Leute, dieses Warmon ist wirklich untherapierbar. Das kann man nicht anders sagen. Also, obwohl das sieht allerdings aus wie... Oh, Moment. Was? Ich schau mir gerade andere Sachen an. Der Warmon... Kann nicht so mega Sidramon. Also, nein, wir brauchen angeblich auch tatsächlich 400 Geschwindigkeit. Das Problem ist, jeder behauptet was anderes. Zum Beispiel jetzt der andere, also hier wird an einer anderen Stelle behauptet, wir brauchen 3000 Leben, 3500 MP, 350 Angriff, 300 Verteidigung, 400 Geschwindigkeit. Das ist halt sehr... Wer weiß. Naja, auf geht's. Geschwindigkeit wird tradiert. Ich mach gleich nochmal einen Sicherheitssafe. So einen kompletten Safe für den Fall, dass das Training nichts bringt, damit wir an dieser Stelle jetzt direkt zur Maschinenstadt gehen würden, meinst du? Richtig. Klingt gut. Obwohl, soll ich große, mittlere oder... Ja, große kann man, glaube ich, mitnehmen. Ich nehme mal 5 große mit. Und den Rest pumpe ich in MP-Disks. Mittlere. Ja, mit mittlere. Also 2. Sehr gut. Wir haben ja jetzt sogar genug Platz, um mehrere verschiedene Disken mitzunehmen, ohne unseren kompletten Platz aufzubrauchen. Richtig, und ich denke mal, wir werden in der Maschinenstadt auch hier und da mal wieder irgendwas finden. Ja, es gibt generell noch ein paar Orte, wo wir eigentlich noch was finden, beziehungsweise noch mal mitnehmen könnten. Ja, da gehen wir jetzt aber nicht hin. Das kostet uns alles noch mehr Lebenszeit, als wir eh schon verschwendet haben. Ich meinte natürlich auch nicht mit unserem Super Warmon jetzt. Ja, ich bitte darum. Du weißt, wenn wir das nächste Mal einen Mämon kriegen, dann weißt du, wo wir hingehen können. Yeah. Wenn wir alles ablaufen, ob wir nicht irgendwo noch ein paar Computer rumstehen lassen haben. Gut, dann mache ich an dieser Stelle mal einen Safe. Obwohl, wartet mal, ich mache mal ganz kurz einen Cut. Oder ich mache keinen Cut und beende einfach den Part. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Digimon World. Das war jetzt sehr verwirrend.
Bis dann, euer Wolf.